Recht herzlich willkommen zur 37. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier drinne und haben die Rakete hier noch stehen, oder? Habe ich sie geladen? Habe ich sie nicht geladen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, die Musik. Gucken wir mal rein. Wir müssen nach unten. Geht jetzt hier was gerade nicht. Achso, ich habe keine Rakete ausgewählt, deswegen kann da auch gar nichts reagieren. Das reagiert also doch was. V3, laden wir mal. Gucken wir uns an. So, jetzt geht's auch gut. Und dann würde ich nochmal gerade einen Check machen. Bin mir nicht sicher, ob ich letztes Mal alles richtig gemacht habe. Das passt. Das ist okay, dann geht das an. Warte mal, der fliegt weg. Die starten erstmal alle. Dann fliegen die äußeren weg. Dann sprengen wir das untere ab, das wäre richtig. Und die starten, das ist auch richtig. Dann fliegt der weg und der startet. Ja. Dann wäre der, dann der, dann der. Ja, eigentlich sieht das gut aus. Vielleicht kann ich hier noch irgendwann was verschieben oder von Hand auslösen. Geht ja auch, oder? Gut. Da sitzt wieder der Ingenieur drin. Es ist irgendwie ganz komisch, dass da immer Ingenieure fliegen. Und der Pilot ist der bessere, dann nehmen wir doch den mal. Speichern das nochmal ab und gehen dann auf die Lounge. Gut, dann stehen wir da. So, was hat er bei mir gesagt oder geschrieben? 200? Steiggeschwindigkeit, wollen nicht überschreiten und rechts rum sollte ich, glaube. Das waren die zwei Sachen, wenn ich mich rechtlich erinnere. Ja, dann probieren wir das nochmal aus, oder? So, das heißt, ich nehme erstmal Gas weg. Und wir hoffen, dass es alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Testberichte wollte ich mal gerade noch haben. Ach so, 1000 bis 10.000 Meter. Geschwindigkeit ist 300 bis 800, sollten wir eigentlich hinkriegen. Und hier sind es 80.000, da müssen wir also hin. Gut, dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal los, oder? 3, 2, 1, Stopp. SAS muss erst an. Ja, gut. 3, 2, 1, go! Ja, 200 haben wir. Die Tanks sind gleich leer, das heißt, wir müssen mal den Schub erhöhen, glaube ich. Die sprengen wir ab und unsere Geschwindigkeit nimmt ab. Gut. Nur schneller noch. Aber so ist ganz gut, oder? Ja, ich glaube, wir fliegen erstmal so weiter, ne? Hier hätten wir vielleicht mal gerade so machen können. Und 15.000, okay. Macht einen guten Eindruck, oder? Wieso fliegt denn der da lang? Ich wollte doch da lang, oder? Was ist er so ausgegangen? Schade. 22.000. Geschwindigkeit ist schon ziemlich hoch. Und das können wir gleich abmachen, okay. Und dann sprengen wir das ab, dann geht's mit der nächsten Stufe schon weiter. Ja, schade, ne? Ich weiß nicht, ob das hier klappt, ne? Schauen wir mal. 31.000. Ja, schauen wir mal, ne? Dass wir die 31.000 irgendwie noch hinkriegen. Ich glaube, es ist
Ach nee, wir haben noch zwei Stufen, ne? Könnte also noch klappen. 44.000. Düst eigentlich ganz gut noch ab, oder? Gucken wir mal weiter. Höhe. Oh, Triebwerk ist leer. Ja, wird größer. 57.000, 8.000. Ich glaube, wir müssen den Schub vergrößern. Gucken wir nochmal. So, das sind... Ah, wir müssen bis 84.000, ne? Was war das? 80 bis 84.000? 80 bis 84.000. Das heißt, wir können einfach so nochmal weiterfliegen. Obwohl man mehr gesagt hat, ich sollte mal näher aufrücken, ne? Ja. So, das ist schon mal gut. 79.000. 80.000. So, jetzt machen wir erstmal den Schub weg. Dann gehen wir nach da. Da soll er erstmal bleiben. Und wir rücken erstmal bis dahin auf. Dann müssen wir einen Orbit machen. Und dann sollten wir das schaffen. Dann müssen wir gleich wieder Schub geben. Das können wir auch von hier steuern, ne? Wie war das? 82.000. Ja. Nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Okay. Ich würde schon gerne anmachen. Irgendwie ist es jetzt gerade nicht so toll, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass es wieder in die Hose geht, auf Deutsch gesagt. Nochmal Korrektur da unten am Horizont, am künstlichen. Und wie war das, wenn wir auf der Rückseite sind, haben wir Fallgeschwindigkeit. Dann dadurch würden wir weniger Kraftstoff brauchen. War das mal so, dass mir das jemand gesagt hat? Aber hier soll es am besten sein, ne? So, jetzt geht's weiter hier. 82.000 Höhe haben wir. Irgendwie müsste ich den jetzt vorantreiben und will hoffen, dass das auch funktioniert. Da ist wahrscheinlich gleich nicht mehr genug Treibstoff da, oder wie ist das? Der ballert richtig, ja, das ist vielleicht klappt's ja noch, ich weiß es nicht, mal schauen. Wir sind auf jeden Fall gleich zu niedrig. Das ist schon mal schlecht. Ah nee, oder? Aber warten wir erstmal ab, was da passiert. Erstmal gucken, dass wir es hinkriegen, den Orbit hinzukriegen. Und ich glaube, das könnte gehen. Den müssen wir ja nachher noch korrigieren. 84 ist ja hier richtig. Den machen wir ja gleich erst größer. Na okay, noch ist alles gut. Wir pumpen den noch höher. Wir sind auf jeden Fall noch im Orbit. Wer ist das da hinten? Ah, das ist die Periapsis. Und wenn wir uns jetzt nicht beeilen, dann stürzen wir gleich noch ab. Okay. Ja, die müssen wir gerade hochpumpen, ne? Kann das sein? 65.000. Oh oh. Ja, ich weiß nicht genau wann, aber ich glaube zur Zeit ist es eigentlich positiv mit dem Orbit. Müssten wir eigentlich hinkriegen. Wir haben hier natürlich jetzt riesengroß da geschafft. Apoapsis von 1.300. Oh, das ist ein bisschen weit, ne? geworden. Jetzt müsste ich die kleiner machen, aber ich weiß dann auch gar nicht wo. Schwierig, schwierig, schwierig. Super schwierig. Wenn ich jetzt hier umdrehe,
Muss das hier sein? Wenn ich hier gegen meine Richtung gehe? War das so? Ich weiß es nicht mehr. Was macht denn der Sprit überhaupt? Ich glaube, wir machen besser gar nichts mehr, sehe ich gerade. Sonst können wir da eine Rettungsaktion rausmachen, ne? Ich glaube, wir müssen bis dahin und dann Gegenschub machen, damit wir abstürzen können, sozusagen, weil unser Kraftstoff schon so am Ende ist. Ja, schade, ne? Irgendwas ist da aus dem Ruder gelaufen, eben mal zwischendurch. Naja, müssen wir mal gucken. Ich spule mal gerade vor. Okay, machen wir das gleich. Ich denke mal, ihr gebt mir noch ein paar Tipps in den Kommentaren. Ich beende hiermit die Folge und wir hören dann was, okay? Bis dann. Tschüss.